die du nur mit Ja oder Nein beantworten Gerne. kannst, weitestgehend. Stehst du gerne im Rampenlicht? Ja. Kannst du in stressigen Situationen ruhig bleiben? Ja. Bist du hart zu dir? Ja. Kannst du über dich selbst lachen? Spielst du gut Tennis? Nein, ich spiele gern Tennis. Also ich spiele im Moment gerade Kreisliga an 6 in der Herren 50. Magst du den Karneval noch immer? Ja, das ist die kölsche Mentalität. Ich spiele ja auch bei den Blackfoots, ich habe auch bei den Höhnern gespielt und bei Brings. Also das heißt, ich bin so ein bisschen musikalisch verbunden damit, aber ich würde mich auf keinen Fall als besonders karnevalaffin bezeichnen. Also Schaust du gerne zurück? ja, sehr gerne. Das hat natürlich auch mit fortschreitendem Alter zu tun, ne? Also irgendwann ist es einfach so, dass früher mal alles anders und viel besser war. Hast du jemals an der Entscheidung, Trompeter zu werden, gezweifelt? Ja. Hättest du dir auch einen ganz anderen Beruf vorstellen können? Ja. Was denn zum Beispiel? Ich wollte, als ich noch im Gymnasium in den letzten Jahren war und da gab es auch eine Schauspieler-AG, da habe ich schon, fand ich das immer total super, in eine Rolle zu schlüpfen. Also Schauspieler hätte ich gerne gemacht, aber das ist ja genau dasselbe wie freiberuflicher Musiker, ne? Also es ist nicht wirklich eine Alternative, das ist das gleiche Risiko. Trompete habe ich dann doch besser gespielt, glaube ich, als Rollen. Also, dass du gut über dich selbst lachen kannst. Das macht dich, finde ich, sehr sympathisch auch. Und das finde ich auch sehr wichtig, ne? Dass man es nicht oft irgendwie zu ernst nimmt, was man so tut, oder? Wie siehst du das, Rüdiger? Ja, also ich merke, dass Menschen, die keinen Humor haben, mit denen komme ich tatsächlich nicht gut zurecht. Habe ich manchmal gemerkt. Also wenn man nicht an den gleichen Stellen lachen kann, gibt es auf jeden Fall auch ein Problem. Und ich glaube, dass das bei Musikern sehr verbreitet ist. Wenn wir zum Beispiel mit meiner Band unterwegs sind, mit der Trumpet Night, ist es wirklich so, dass die Situationskomik, die dabei entsteht, einfach eine unglaublich bedeutende Rolle eingenommen hat, ne? Also, dass man einfach lachen kann über Situationen, auch absurden Situationen, kann man dann einfach noch was abgewinnen. Das hast du wirklich komplett drauf, finde ich. Da habe ich auch viel von dir gelernt, was das Tatsächlich. angeht. Es schafft dann Distanz zu diesem, zu der stressigen Situation. Also da bist du echt ein Meister drin, muss ich echt sagen. Du, und mich würde noch interessieren, du hast gesagt, ja, du hast manchmal dran gezweifelt, ob das das Richtige war, Trompeter zu werden an dieser Entscheidung. Ja. Welcher Art Zweifel da? Ich bin das Gegenteil von einem Naturtalent, hatte ich ja schon gerade oben erwähnt, ne? Ich habe im Grunde alles gelernt. Ich glaube, ich bin ein guter Musiker. Ein guter Musiker zu sein, ist, glaube ich, schwerer als ein guter Trompeter. Das hört sich vielleicht auf Anhieb komisch an, aber also zum Beispiel, ich konnte mal gut hören oder relativ gut auch Noten lesen, etc. Aber das Instrument habe ich von einem Amateur gelernt. Und da sind ganz viele Sachen schiefgelaufen. Ich habe immer so nach unten angesetzt, habe also ungefähr so einen Winkel gehabt. Gut, Nakariakow hat auch sehr weit nach unten gespielt. Es gibt Ausnahmen, die damit super klarkommen. Aber in der Regel kann man schon sagen, wenn der Unterkiefer sehr weit nach hinten steht, meistens aus einer Notlage entstanden. Also fängst an zu spielen und so, das ist so der Standard, ne? Also das heißt, wenn du hohe Töne spielst, du hast so das Gefühl, du entlastest deine Oberlippe. Indem du mehr auf den Unterkiefer das Gewicht verteilst und dann geht auch der Unterkiefer ein bisschen nach hinten. Das war bei mir ganz stark eine Notlage, die entstanden ist, weil ich viel zu früh angefangen habe, erste Trompete im Blasorchester zu spielen. Und für mich war das Spielen der ersten Stimme immer verbunden mit zwei großen Handicaps, könnte man sagen. Das erste Handicap war, es tut weh, die hohen Töne zu spielen, weil es natürlich hier dann immer eine Reibung gibt, die Schneidezähne reiben hier die Lippe oben kaputt, das kennt wahrscheinlich jeder Trompeter, ne? Fast jeder, die Oberlippe ist fast immer mehr belastet. Und das zweite Gefühl war, ein Solo ist immer dann gut, wenn es vorbei ist. Es gab nicht wirklich diesen Moment, wo man sich auf ein Solo gefreut hat, sondern
wenn nichts passiert ist, dann war es gut. Schön, wenn es vorbei war, so erleichterndes Ja, Gefühl. genau. Und wenn du das jemandem angeboten hast, also ich rede immer noch vom Blasorchester meines Dorfes hier. Und ich habe dann gesagt, könntest du das Solo spielen? Ich muss ja vorher schon spielen. Dann hieß es immer, nee, 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 nee. Das steht bei dir drin. Na, also eigentlich ging es den anderen auch so. Dieses Gefühl, dass man eigentlich spielen will und dass es Spaß machen kann, eine führende Rolle zu übernehmen, hatte ich früher überhaupt nicht. Ganz schön schade, ne? Schade, ne? Kriegt man so ein bisschen auch in die Wiege gelegt mit sehr vielen Dingen über Trompete spielen, die man einfach immer wieder behauptet, aber auch nicht stimmen, ne? Also mein Lehrer hat zum Beispiel immer zu mir gesagt, für Trompete zum Spielen, da braucht man erstens ganz viel Luft. Da würde ich heute sagen, es stimmt gar nicht. Stimmt einfach nicht. Trompete ist einfach kein Instrument, was besonders viel Luft braucht. Eine Posaune braucht Luft, Tuba. Trompete funktioniert mit wenig Luft sehr gut. Eigentlich muss man noch nicht mal richtig Luft holen, damit die funktioniert. Sieht man ja auch in großen Vorbildern wie James Morrison, Maurice André, Clifford Brown, Wynton Marsalis. Man sieht selten bei denen, ne, sondern eigentlich läuft es sehr so ganz natürlich ab. Und die andere große, ich nenne es jetzt mal Lüge oder Unwahrheit, ist, du brauchst ganz viel Kraft, damit du Trompete spielen kannst, hat er immer gesagt. Ne? Und da sieht man Alison Balsam, Tina Helsing. Gerade bei den Frauen wird ziemlich klar, ist schnell klar, es ist auf jeden Fall keine Körperkraft. Natürlich braucht man Kraft. Man braucht eine ganze Menge Technik, die man entwickeln muss. Aber bei mir also ich habe es immer falsch interpretiert und immer mehr Luft geholt oder mehr drauf gedrückt. Also so eine Art Bodybuilding betrieben, um die Trompete beherrschen zu können oder weitestgehend sicherer anzubieten. Das hat mich lange begleitet. Und auch noch bis ins Studium, weil ich hatte einen sehr guten Lehrer, glaube ich, was die Musikalität anbelangt. Das war der Bob Platt, das war mein erster und wichtigster Hochschullehrer. Aber man muss auch sagen, dass er mir nicht beigebracht hat, wie Trompete spielen so funktioniert, dass ich das wirklich problemlos betreiben kann. Ja, da ging es einfach mehr darum, dass ich schön spiele oder dass mein Stoß nicht gut klingt. Es ging einfach um musikalische Sachen. Kann man ja auch verstehen, ne? Wenn man Trompete studiert, darf ein Lehrer eigentlich davon ausgehen, dass das Instrument einigermaßen beherrscht. Ne?